Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video heute. Messer-Talk, Knife-Talk, wie auch immer. Ich war im Urlaub, wie die meisten ja wissen, und hatte da ein Video gedreht und schrieb mich ein Subscriber an, ob ich von dem neuen Plan unserer Regierung wüsste. Nö, ich hatte jetzt noch keine Zeit. Und da wies er mich auf einen Artikel hin. Da geht es darum, dass in Dortmund rund um den Hauptbahnhof ein Waffenverbot herrscht. Grundsätzlich ist das okay. Ich finde sowieso an solchen neuralgischen Punkten, wo Staatsdiener, sprich Polizei, Bundesgrenzschutz, GSG 9, die Bundespolizei im Allgemeinen tätig ist, dass man da wieder Waffen tragen sollte, ne? Schon mal aus Selbstschutz. Besser vielleicht auch nicht unbedingt. Jetzt kam aber der Innenminister, der Herr Reul, auf diese glorreiche Idee. Er möchte das bundesweit in der ganzen Bundesrepublik gerne haben, dass keiner mehr ein Messer bei sich tragen darf. Sei es an solchen neuralgischen Punkten, sondern auch so in der Öffentlichkeit. Nun, Taschenmesser-Freaks werden wahrscheinlich sagen, ich mag aber mein französisches Taschenmesser gerne bei mir haben. Das ist mein Werkzeug. Interessiert aber den Herrn Reul überhaupt nicht. Er meint, mit einem bundesweiten Messertrageverbot, so hat er sich ausgesprochen, ein bundesweites Trageverbot für Messer, egal welche Art. Ja, ob es jetzt Paragraph 42 Arme. Seht ihr, so weit ist das schon, dass ich sage, das ist Paragraph 42 Arme. 42a konforme Taschenmesser. Taschenmesser, die im Prinzip hier ein Otter, das 161 habe ich jetzt heute, also wir haben Sonntag, gestern vorgestellt. Klitzekleines Taschenmesser, ja? In Richtung typisches deutsches Gentleman-Taschenmesser. Selbst das wäre zu tragen dann nicht mehr erlaubt. Oder mein am Schlüsselbund, mein kleines Reek. Ja? Dann wären auch Victorinoxe, die kleinen, die Minis, die wären dann auch nicht mehr erlaubt. Und ich denke, das geht einfach zu weit. Ich rede hier nicht von einer bundesweiten Entwaffnung, sondern es ist, man entmündigt den Bürger eh schon genug. Da würde man den Bürgern noch mehr entmündigen. Was wird dann als nächstes verboten? Schlüsselbund mit mehr als zwei Schlüsseln, weil du könntest das ja jemandem durchs Gesicht ziehen. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Mal überspitzt. Oder was wäre dann, wird dann als nächstes verboten? Eine Taschenlampe mit Stroboskop? Weil man könnte ja den Staatsbediensteten blenden damit. Ja? Was kommt dann als nächstes? Käppi und Brillenverbot, weil man könnte ja dann das Gesicht nicht mehr so richtig gut sehen. Ja? Ich kann verstehen, wenn man oder die Bediensteten des Staates schützen möchte. Hey, übrigens, ihr Victorinox-Freaks, zu denen ich auch zähle. Hier, die werden auch verboten. Alles klar? Ihr könnt die kaufen, ihr könnt die auch besitzen. Aber ihr könnt hier jemand damit abstechen, ja? Dann schnitze ich mir ein Stück Holz. Schön vorne mit einer Spitze, ist das dann auch verboten? Wahrscheinlich. Der Bürger wird immer mehr entmündigt. Der darf nicht mehr tun, was er möchte. Ein Taschenmesser zu tragen. Also vor 20, 30 Jahren, wenn du das in Frankreich gesagt hättest, hätten die wahrscheinlich die Regierung sogar so schnell abgewählt. Und das ist der Punkt, warum ich darüber mit euch sprechen möchte. Seht euch die Programme an bei der nächsten Wahl. Egal wie gering die auch ist. Ja, ob euch Politik im Allgemeinen interessiert oder nicht. Guckt, ob euer Abgeordneter dafür ist oder nicht. Und entscheidet danach,
ob ihr den wählt. Also die Partei des Herrn Reul, die werde ich garantiert nicht wählen. Ja? Wenn es die Partei der bibeltreuen Christen ist, die sagt, es ist uns doch egal, ob du ein Taschenmesser trägst. Oder selbst überspitzt gesagt, wenn die AfD sagen würde, es ist mir egal, trag doch dein Messer, dann wähle ich die. Also ich lasse mich doch nicht entmündigen, ob ich ein Taschenmesser bei mir haben will. Ja? Ein Taschenmesser. Paragraph 42 arm, konform. Ja? Lächerlich. Solche Messer verbieten zu wollen, zu tragen oder zu führen. Ja? UKPK. Ich meine, die Engländer sind jetzt auch ganz arm dran. Da haben sie das Waffenrecht auch so weit gestutzt. Da sind jetzt federunterstützte, also Assist Opening Messer verboten. Nicht nur zu tragen, sondern der Besitz. Wenn ich das richtig verstanden habe, der Bruder von Malcolm, alias JJR Survival, der Weapon Collector, hat das neulich mal gezeigt oder erklärt. Die Engländer sind ganz arm dran. Ich glaube, die Dänen auch. Ne? Das DKPK ist gerade noch so erlaubt. Das UKPK ist in Deutschland noch zu führen erlaubt. Noch. Weil es ein Slipjoint. Den Ankermesser, ich bitte euch. Das hier ist ein kleines Ankermesser. Ja? Ey, martialisch. Oder? Ich meine, das wird alles verboten werden. Und, also, ihr dürft es wahrscheinlich noch haben, aber dann kommt der Tag, dann wird das der Besitz verboten. Dann musst du die in einen Safe stecken oder was auch immer. Oder du musst überhaupt komplett all deine Messer abgeben. Ich wünsche euch dann jetzt schon mal viel Spaß. Wenn in der Küche, weiß ich nicht, ein Plastikmesser schneiden dürft. Ist bestimmt auch sehr schön. Ich bin mir sicher, dass wenn die Leute, die das betrifft, sprich, wir haben doch in Deutschland eine Lobby. Wenn die auch nicht so groß ist, aber Messerfirmen, ja, seien sie klein oder groß, reden wir mal von ganz klein, nochmal von Custom-Messermachern bis ganz große Firmen wie Zwilling, Böker, all die Messerhändler, Waffenhändler, Messerläden, Eisenwarenläden, die auch Messer anbieten, die müssen sich zusammenschließen. Dazu gibt es dann auch demnächst die EKA, die European Knife Association. Sie ist in Gründung, ich weiß das, weil ich bin da mittendrin oder mit dabei als Gründungsmitglied. Sobald die wirklich offiziell besteht, sage ich euch Bescheid, gebe euch den Link und dann solltet ihr wirklich damit eintreten. Ich hoffe, dass der Beitrag minimal ist. Und wenn es nur ein Euro pro Jahr wäre. Schaut euch die Wahlkampfprogramme eurer Politiker genau an. Schaut, ob euer Abgeordneter oder wer auch immer sich da zur Wahl stellt, was der für ein Programm hat. Schaut da rein, ob das mit den Messern drin steht und wählt den dann auf gar keinen Fall. Egal, ob das noch so ein guter Mensch ist oder nicht. Ja? Es geht einfach darum, nicht nur, dass wir unsere geliebten Taschenmesserchen nicht mehr mit uns tragen dürfen, sondern es geht darum, dass wir entmündigt werden sollen. Und das sollten wir einfach nicht zulassen, weil es ist eine unheimliche Sauerei. Dann wird demnächst noch uns vorgeschrieben, was wir zu tragen haben. Dann wäre wahrscheinlich hier so eine Waltermütze, ne? Die Aufforderung, jemanden abzuknallen, so in etwa, also überspitzt gesagt, aber ich sag mal, das sollten wir uns nicht bieten lassen. Ich würde mich freuen, wenn jeder YouTuber dieses Video entweder teilt. Das könnt ihr gerne machen, ihr könnt das gerne auf euren Kanal hochladen. Oder ein eigenes Video drüber drehen, damit die Leute in Deutschland drüber Bescheid wissen, was im Augenblick jetzt auf uns zurollt. Und das dürfen wir einfach nicht zulassen. Ich denke mal, so ein Taschenmesserchen. Ja. Wahrscheinlich wäre dann demnächst auch verboten, wenn wir mein First Victorinox mit einer runden und stumpfen Klinge, wenn das auch verboten wäre. Ja. Oder ein Buckelsmesser. Ja. Ein typisches Brot-Butter-Messer. Wenn das auch noch verboten wird.
zu führen, zu tragen oder was auch immer. Dabei ist das absoluter Quatsch. Das sind Werkzeuge. Messer sind Werkzeuge und keine Waffen. Und nur weil ein paar fehlgeleitete Irre die missbrauchen. Und dazu sei gesagt, es gibt viel mehr Menschen, die ihre Autos missbrauchen, ihre Kraftfahrzeuge, um damit anderen zu schaden, die als Waffen einsetzen. Wird das Autofahren verboten? Ja? Nein. Klingt überspitzt, ist es aber nicht. Es gibt viel mehr Leute, die ihre Autos dazu verwenden, anderen wissentlich, mutwillig zu schaden, ihnen Verletzungen zuzuführen, wie auch immer. Aber bei Messern ist es halt sehr populistisch, dann zu sagen, redet auch heute keiner davon, nach dem Attentat in Berlin oder wo auch immer die noch stattgefunden haben, dass man LKWs abschafft. Ja? Oder überhaupt in Städten Kraftfahrzeuge abschafft. Und ich denke, das ist halt wichtig, dass wir nicht nur drüber reden, sondern uns zusammentun, um diesen Schwachmaten Politikern diese Entscheidung überhaupt nicht erst zu fällen, zuzulassen, sondern genau diese Menschen abzuwählen, sich in einer Gewerkschaft, in einer Messer oder überhaupt Messergemeinschaft zu organisieren, um dort eine richtige Lobby zu schaffen, die unter anderem auch aufklärt, ja, und solchen Politikern das Handwerk legt, die solche Aktionen starten, nur um ihren Job zu sichern. Ja? Also, würde mich freuen, wenn ihr mitmacht und dieses Projekt mit der EKA, European Knife Association, unterstützt, sobald sie draußen ist. Aber ganz wichtig, aufzuklären und die Leute darauf vorzubereiten, was kommt, um diese Aktionen im Keim zu ersticken. Denn diese Menschen, die von oben meinen, uns nach unten diktieren zu müssen, ob wir Taschenmesserchen. Ne? Nochmal, auch solche kleinen Taschenmesserchen werden dann verboten. Dass wir diesen Menschen das Zepter aus der Hand nehmen, mit ganz legalen Mitteln, um ihnen halt das Handwerk zu legen, damit sie nicht noch mehr Schaden in Deutschland abwenden. Denn Messerverbot betrifft nur die, die sich dran halten. Die bösen Jungs und Mädels, die trotzdem mit dem Messer draußen rumlaufen, die interessieren sich einen Scheiß dafür. Ja? Und wenn jemand mit dem Messer einen Schaden anrichten möchte, dann wird er das tun, egal ob der Herr Reul meint, das werden wir mal jetzt verbieten, dann wird auch keiner mehr damit draußen rumlaufen. Das ist absoluter Quatsch. So, kleiner Messertalk, eigentlich schon viel zu lang. Ich wollte bei 5 Minuten bleiben, aber das hat funktioniert nicht. Hey. Ziemlich böse Angriffswaffe, oder? So, danke fürs Zuschauen. Bewerten, kommentieren. Schreibt in der Kommentarfunktion rein, was ihr davon haltet. Weil ob der Herr Reul vielleicht ein Bier zu viel hatte. Oder vielleicht das falsche Kraut geraucht hat. Wie ihr drüber denkt. Und macht Videos drüber. Ja, lasst uns zusammenhalten, was das angeht. Das würde mich ganz besonders freuen. Und wenn ihr ein Video drüber gemacht habt, postet das bitte unterm in der Description Box. Flugzeuge sollten auch verboten werden, oder? Also, danke fürs Mitmachen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wie immer geht. Tschüss, Madjut, schwenkt du. Tschüss, ab und schwenkt die Kappe.